Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier mit Chibidorn in Jubelstadt angekommen und sind nun in der Trainerschule, um ein bisschen was zu lernen. Am I right, Teacher? Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Du solltest dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Okay, Teacher. An der Tafel sind Statusprobleme aufgelistet, von denen Pokémon im Kampf betroffen werden können. Über welche Statusprobleme möchtest du mehr erfahren? Okay. Es gibt viele. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. Okay, was ist denn vergiftet? Ja, vergiftet ist, wenn du ein bisschen zu viel auf Twitter unterwegs bist und dann verlierst du ständig jede Runde ein bisschen Leben. Und Gegengift ist sehr gut dagegen. Und ja, okay. Paralysiert? Ja, das ist, wenn wenn du paralysiert bist. Da kannst du dich nicht mehr bewegen und hast sehr niedrige Ausdauer und ja, kannst manchmal nicht angreifen. Also einfach einen Paraheiler benutzen. Ja, schläft? Ja, dann schläfst du halt ein. Lol, da kannst du nicht auf, kannst nichts machen, bis du aufgewacht bist. Und da einfach einen Wecker benutzen, ne? Mit einem sehr nervigen Ton. Ja, okay. Verbrennung? Ja, Verbrennung ist halt, wenn du brennst. Ne? Dann kriegst du, wie bei Vergiftung, ständig Schaden. Aber es funktioniert ein bisschen anders wie bei Vergiftung. Bei Vergiftung gibt es einmal das Schwache, wo du halt ein bisschen halt Leben verlierst immer wieder. Oder halt die starke Vergiftung, die seltener ist, dass du halt richtig viel Schaden bekommst. Und bei Verbrennung ist es immer die starke. Aber Verbrennung ist sowieso viel seltener. Aber ja, Feuerheiler ist gut dagegen. Und gefroren? Ja, es kommt eigentlich nie vor. Aber wenn du gefroren bist, ist das wie schlafen. Das war's. Ja, Eisheiler halt. Okay. Was macht ihr hier so? Was übt ihr hier? Ich habe einen Aufsatz geschrieben und der Titel lautet: Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Okay. Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die ihnen zum Tragen gegeben werden. Haben bestimmten Items, die von Menschen hergestellt wurden, wie etwa Tränken oder Gegengift, wissen sie selbst nichts anzufangen. Hm. Da werde ich schon beim Cellast helfen. Das ist das vollgeschriebene Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokébällen gefangen. Bis zu 6 Pokémon auf einmal können einen Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie trainiert und mit ihnen Kämpfe bestreitet. Das Ziel eines Trainers ist es, die starken Trainer zu besiegen, die ihn in den Arenen erwartet. Da hat der Junge recht. Du talkst Minecraft? Ja, Mann, heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon aber auch gelernt. Die Pflanze ist schwach gegenüber Feuer, die Feuer wiederum ist schwach gegenüber Wasser und Typ Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Das glaube ich, also ja, das habe ich gut aufgepasst, aber ich meine, das habe ich irgendwie gehört. Ja, ist halt logisch, ne? So, was macht ihr beiden hier? Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Klar, warum nicht? Los, mein Pokémon, los! Ja, die beiden wollen kämpfen, aber unterschätzt die nicht. Die können tatsächlich stark sein. Außer die haben das hier jetzt im Remake geändert, das weiß ich nicht. Aber ich hatte sie hier schon ziemlich stark in Erinnerung. Deshalb sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber der hat ja nur ein Abra. Hä? Kann das irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ladestrahl! Ja, okay, gut. Also, bei meinem Cellast ist es jetzt nicht so stark, aber gegen, weiß ich nicht, Panflam zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass das stark ist. Aber ihr seht, Abra ist trotzdem nicht stark. Aber netter Versuch. Oha, dann ist das wohl so. Tja. Es ist schwer zu gewinnen, wenn man nur wenige Pokémon zur Auswahl hat. Das stimmt. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet, deshalb weiß ich nicht, wie gut es laufen wird. Aber können wir gegen ihn noch kämpfen? Okay, ich muss mal alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Immer Probeaufgaben machen, wenn du was lernst. Okay. Was hast du denn? Noch ein Alpha? Ist das euer Scheiße? Also im Original war es glaube ich nicht so, dass die beiden abraten, oder? Und ich bin dumm. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass die beiden abraten. Oh Gott. Nochmal Ladestrahl. Sag mir nicht, die wurden wirklich vereinfacht. Das Ding ist, Cellast ist glaube ich sogar der Starter mit dem besten, mit der besten Verteidigung von den dreien. Also von Plinfa und Panflam her. Hat, glaube ich, Cellast die beste Verteidigung. Vielleicht bin ich deshalb hier so am durchsweepen. Aber ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, wie ein Panflam oder ein Plinfa hier Probleme hat.
I don't know. Ja, Level 9! Chellas, du bist mein einziger Freund. Ich liebe dich. No homo. Dabei lerne ich das so viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Chance auf den Sieg. Also, ist No homo irgendwie gar nicht gepasst, merke ich gerade, aber... Ja. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir es schaffen würden. Aber jetzt bin ich einfach nur platt. Ich dachte, du bist wow. Wenn du magst, sprich mal meinen Freund an. Er hat TMs für dich. Was TMs für mich und gibst mir keine? Ja, ich... tut mir leid, ich wollte die eigentlich für mich behalten. Aber bitte schlag mich nicht. Ja. TM10? Ja, ich hätte sowieso nicht geschlagen, aber danke. Mit der TM10 kannst du einem Pokémon die Attacke Kraftschub beibringen. Wenn es Kraftschub im Kampf einsetzt, erhöhen sich sein Angriff und Spezialangriff. Aber denk daran, dass du eine TM nur einmal verwenden kannst. Ja, das ist ziemlich Müll, dass es so wie damals ist, dass du TMs nur einmal verwenden kannst. Und nicht für immer. Sondern einmal benutzen und dann ist es weg. Finde ich zwar ein bisschen lame, dass sie das wieder reingepackt haben, aber... Ganz ehrlich, mich persönlich interessiert das nicht wirklich, weil ich bin noch nie so wirklich großer TM-Fan gewesen. Also von daher mir egal. Viele wird das wahrscheinlich stören. Aber mich zum Glück nicht. Danke, Professor Joy. Schwester Joy. Danke, Schwester Joy. Und was willst du? Wie bitte? Du willst ein echter Pokémon-Trainer sein? Bist du es aber nicht bei den Pokic? Ha, das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr, weißt du? Meine Güte, du lebst echt unter dem Mond. Ich habe den Pokédex erfunden, musst du wissen, und stelle ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leite ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als 3 Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn dir das gelingt, kommst du von mir eine Pokédex geschenkt. Ja, einen habe ich direkt vor mir, auf meiner Nase. Egal, dann suchen wir halt die richtigen. Ich denke mal, du bist ein Clown, oder? Hallöchen! Ich bin einer der Clowns aus der Pokédex-Werbekampagne. Hier ist meine Frage. Wird ein Pokémon stärker, indem es Kämpfe bestreitet und so Erfahrungspunkte anheult? Ja. Bam, bam! Bingo! Damit liegst du Gold richtig. Pokémon werden in der Tat stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine völlig andere Gestalt an. Das hat man dann Entwicklung. Hier bitte schön einen Pokédex-Coupon. Danke! Cool! So, den ersten haben wir gefunden. Hier ist einer. Hallöchen, ich bin einer der Clowns. Kann man einem Pokémon ein Item zum Tragen geben? Ja. Bingo, du hast recht. Ein Pokémon kann exakt ein Item tragen. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon getragen werden. Trägt ein Pokémon eine Beere, verspeist es diese bei Bedarf eigenhändig während deines Kampfes. Hier wird schon ein Coupon. Oh, das war 3, habe ich einen verpasst. Oh, oh. Nee, ist eigentlich nur dumm von der Reihenfolge her, weil der zweite ist hier. Aber den dritten sieht man vorher. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Hallöchen! Pokémon gehören ja bekanntlich verschiedenen Typen an. Gilt das auch für Attacken? Ja. Bingo! Alle Antworten sind übrigens immer ja. Und die Fragen sind immer die gleichen. Wenn der Typ eines Pokémon dem seiner Attacke entspricht, fällt diese Wesen stärker aus. Hier bitteschön, Coupon. Nice. Das waren alle 3, oder? Dann gib mir jetzt meine Armbanduhr. Meine Rolex. Dann werde ich mal deine Coupons zählen, natürlich mit Hilfe des fantastischen Pocket. 1, 2, 3. Bravo, ich kann zählen. Da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons erhältst du einen Pocket von mir, wie versprochen. Bitte sehr. Yay, aber ich habe keinen Bottom Screen. Wird das jetzt funktionieren? Du kannst deinen Pocket auch mit 9 Apps aufrüsten, um ihn noch vielseitiger zu machen. Aber weil es noch eine neue OS ist, müssen wir die Apps erstmal erstellen. Deshalb kann es ein bisschen dauern, aber drück mal die R-Taste und probier mal die Sachen aus, die wir schon ein bisschen haben. Pocket. Drücke die R-Taste, um den Pocket zu öffnen. Berühre den Bildschirm, um ihn zu bedienen. Und halte die R-Taste gedrückt, um ihn wieder zu schließen. What? R. Oh. Okay. Das ist eine Ecke. Blip, 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 blip. Was haben wir so für Apps? Du denn? Okay, wir haben einen Taschenrechner. Wir haben Schritt. Bis zu 3000 Schritte. Ja, Schrittzähler. Warte, was? Moment mal. Ja, Pokémon, ja, und hier Uhrzeit. Aber Moment mal, der Schrittzähler fängt schon längst an? Das ist ja komplett dumm. Das ist aber richtig dumm. Das war im Original definitiv nicht so. Aber okay. Gott, das ist so cursed, dass die Pokémon hier nicht mehr pixelig sind, sondern. Die neuen Sprites. Aber naja. Okay, das bleibt jetzt in der Ecke die ganze Zeit. Ach, wenn ich A gedrückt halte, geht's weg.
Ich würde aber sagen, wir lassen es einfach da, weil ist ganz cool, denke ich, oder? Hat was. An meinem Gürtel hängen, Moment, 6 Pokébälle, genau. Mehr Pokémon kann man nicht im Team haben. Ja, das ist mir bewusst. Überschatt liegt auf einem Stück Land, das einst auf einem Berg gehauen wurde. Die Menschen und Pokémon aus Erzlingen haben fleißig dabei geholfen. Cool. Das sind Shinox? Nox! Ich habe ja an der Trainerschule meinen Abschluss gemacht. Mit ein bisschen Lernfleiß kannst du sicherlich auch einen noch stärkeren Eindruck machen. Ich möchte auch mein Pokémon neben mir haben. Wie macht er das? Hey, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Aber hast du Lust, meiner Gruppe beizutreten? In einer Gruppe kannst du mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten oder dich mit ihnen messen und so jede Menge Spaß haben. Na, was sagst du? Info? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Klasse, und wie soll deine Gruppe heißen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ihr müsst mir mal helfen, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Da gab's ein Interview mit mir. Hier drinne ist das der Fernsehturm. Jubelstadt TV, Fernsehspaß für groß und klein. Tatsächlich. Danke auch, wo kommst du? Aus Wadertdorf also. Ein schönes, behauliches Örtchen. Jubelstadt hingegen ist riesig. Da leidest du bestimmt einen Kulturschock. Ah, nicht wirklich, aber... Naja. Je mehr man mit seinen Pokémon unterwegs ist, desto zutraulicher werden sie. Glaube ich zumindest. Mein Gott. Was ist nur mit mir hier los? Die Pocket-Gesellschaft Pokémon-Chronometer für die Welt. Oh, ist hier ein Item? Ist hier unten. Nee, schade. Okay, hier kommen wir aber rein. Kriegen wir vielleicht eine neue Pocket-App, wenn wir hier reingehen? Fragen wir mal nach. Ich werde weitere Apps für den Pocket entwickeln, denn genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Pocket weiter. Hey, ich bin der Präsident. Wir kennen uns aber schon. Ich arbeite gerade an einer neuen App, aber es ist noch nicht fertig. Ich denke, wenn du ein bisschen weiterspielst, dann werde ich die Apps fertig haben. Okay, dann können wir uns ja, dann lassen wir es einfach. Gucken wir ja irgendwann anders mal vorbei. Dann ist das jetzt gerade nicht so wichtig. Jubelstadt, Stadt der Freude und Zusammenkunft. Na ja gut, jetzt ist halt die Frage. Wo wollen wir lang? Wir können einmal hier lang, nach oben oder nach rechts? Moment, was? Das ist auch ein besonderes Häutchen. Jubelstadt Apartments, Mieter gesucht. Aha. Lass uns mal kurz reinschnuppern, was das hier ist. Okay. Hi. Ah, dein Pokémon ist wirklich reizend. Hier, warum gibst du ihm nicht diese Flinklaue zum Tragen? Danke. Flinklaue macht nämlich... Oh, Karte. Ja. Oh, mit ganz viel Information anscheinend. Oh, das ist ja richtig cool. Yo, okay. Ich mag zwar das Design nicht wirklich, aber das ist trotzdem cool. Ja, Flinklaue macht, dass wir eine höhere Chance haben, als allererstes anzugreifen. Also, ja. Es ermöglicht gelegentlich den Erstschlag. Ich meine, können wir ja mal geben, weil, warum nicht, ne? Ja, die Themen brauchen wir jetzt nicht unbedingt benutzen. Ist mein Pocket-Tisch wundervoll? Ohne solch einen Pocket-Wehrmann als Trainer doch wirklich aufgeschmissen. Wenn man jetzt mal genau hinschaut, jetzt haben wir sogar auf unserem Arm eine Armbanduhr. Die hatten wir vorher nicht. Das ist cool. Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Pokémon-Supermarkt gekauft? Fängst du ein Pokémon mit einem solchen Ball, wird es vollständig geheilt. Und das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Irgendwas im Inneren des Balls muss wohl eine heilende Wirkung haben. Ja, aber die sind ziemlich nutzlos, weil die nur wie Pokébälle funktionieren und es gibt später viel, 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 viel bessere. Also jetzt sind sie vielleicht nützlich, aber später nicht mehr. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Wenn sie stärker werden, erlernen sie manchmal sogar neue Attacken. Ich freue mich dann immer wieder riesig, wenn sie ihre neuen Attacken zum Einsatz bringen. Dambadibadadum. Okay. Top, top. Können wir überhaupt rechts lang? Weil da ist so ein Typ, der da rumsteht. Hallo, ja du da mit dem coolen Schal. Dennis mal den Jungen sehen sollte, hier eben vorbeigedisst ist. Der war so schnell, dass ich nicht mal einmal dazu kam, ihn ein Hallo zuzurufen. Was? Patrick war hier?
Patrick, du bist hier? Oh. Oh oh, ja, er ist hier. Na, wie sieht's aus, Maike? Sag schon, bist du in letzter Zeit stärker geworden? Hm? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich, sieht man das einfach nicht? Sicher bin ich das. Los, ich beweise es dir. Oh Gott, no, nein. Ich bin gar nicht vorbereitet. Er hat zwei Pokémon und ich nur eins. Ein Charanini. Durch die Flinkklaue fange ich an. Solange der keine Flugattacke hat, ist alles gut, weil Flug ist effektiv gegen Pflanze. Hä? Nicht übermütig werden! Noch ist der Kampf nicht vorbei! Es hat gerade erst angefangen, Bro. Was ist das für ein Problem? Ich muss gerade zu sehr abgehen bei der Musik. So, Charlie ist down. Ah, leider kein Level up. Und jetzt kommt. Oh, Panflammen. Wenn es eine Feuerattacke hat, bin ich tot. Setz mal Panzerschutz ein. Silberblick? Boah. Genau jetzt, wo ich Panzerschutz einsetze, ne? Wir verschwenden einfach beide eine Runde. Weil Verteidigung sinkt und jetzt steigt wieder Verteidigung. Die Animation. Einfach sich da rein verstecken. Ja, die Runde hat nichts gebracht. Super. Er macht nochmal Silberblick. Er will unbedingt, dass ich eine schlechtere Verteidigung habe, ne? Ich weiß ja nicht, was besser ist. Tackle oder die Pflanzenattacke? Ich kann es wirklich nicht sagen. Oh, Volltreffer? Ja, dann mach ich mal die Blattwerk. Das könnte nämlich auch, wenn es nicht sehr effektiv ist, mehr Schaden zurichten. Tatsächlich. Und man sieht übrigens nur bei den Pokémon, die man schon bekämpft hat, unten an der Leiste, wenn man dann die Attacken auswählt, ob es effektiv ist oder nicht. Weil wir haben noch nie einen Panflam bekämpft, deshalb steht das hier nicht. Aber ey, dass Pflanze nicht sehr effektiv ist gegen das Feuer-Pokémon, ist glaube ich offensichtlich. Oh mein Gott, wie viel Damage! Verdammt! Mein Pokémon hat ziemlich viele KP verloren! Das könnte eng werden! Ach komm, laber nicht. Nein, nicht was? Kratzfurie hat er? Hä? Nur einmal? Verdammt, ich muss mich sofort heilen. Der ist wirklich stark geworden. Dem gebe ich das. Dem gebe ich das wirklich, dass er so stark geworden ist, ja. Aber ey, er hat doch so einen Typenvorteil. Also vor Patrick habe ich in letzter Zeit. Werde ich in Zukunft mehr Angst haben, weil Panflam, wenn es dann später noch stärker wird. Da bräuchte ich mal vielleicht irgendwas gegen. Aber jetzt habe ich dich in der Ecke. Das ist mir egal. Ich fange an und bam. Gewonnen. Level 10. Schön. Wachstum erlernt. Wie der guckt. Was? Du willst mir wie weiß machen, dass ich verloren habe? Ja. Genau das ist gerade passiert. Ah, ich hab verloren. Aber eins sage ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Denn ich werde mich zum stärksten Trainer mausern, den die Welt je gesehen hat. Als erstes knöpfe ich mir die Arena vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Du kannst doch jetzt einfach lang gehen, ohne zu heilen. Okay, dann machst du das. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es rechts weitergehen wird, weil oben werden wir auf eine Sackgasse stoßen. So wie links. Aber ich könnte trotzdem mal ein bisschen nach oben gehen, weil oben sind ein paar Trainer, die man, glaube ich, auch jetzt schon machen kann. Von daher. Da sieht man, um wie viel Uhr ich aufnehme. Merke ich erst jetzt. Ja, komm, brauchen wir jetzt nicht mehr. Die machen wir erstmal aus. Jetzt gerade brauche ich nicht drauf schauen. Aber was richtig cool war damals, wenn man auf die Uhr geguckt hat, also auf den Touchscreen gedrückt hat, die Uhr war auf dem Touchscreen, dann hat der Charakter immer so auf seine Uhr gehauen. Wie so auf so einer Omnitrix, Alter. Hat das wirklich einfach auf so eine Uhr getippt und das war richtig cool, die Animation, aber die haben die hier nicht. Was ich sehr schade finde. Hier finden wir übrigens ein Paraheiler, also wenn man Bock hat, kann man den mitnehmen, muss man nicht unbedingt, aber ne. Habe ich jetzt mal gemacht, um es zu zeigen, weil liegt ja offen rum. Und ja, lass uns kämpfen!
siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Ich schlage auch Mädchen. Weil ich bin selbst ein Mädchen. Deshalb ist das nur fair, Sabina. Mit einem Bidita. Ja gut, Bidita hat keine Chance gegen unseren Pflanzenstarter. Cellast. Ah, oh, ist das süß, das Cellast. Ja gut, Wachstum ist keine wirklich gute Attacke. Also kann ich nicht wirklich empfehlen. Ich meine, ja, okay, es hat eine Selbstattacke. Es gibt einmal Attacken, die greifen an, bzw. machen halt Schaden. Und es gibt Attacken, die boosten dich oder senken die Stats von dem Gegner. Also Statusattacken halt. Die nicht sofort Damage machen, aber schon hilfreich sein könnten. Ich hatte nicht so ein Fallout sein wollen. Ja, das stimmt. Hättest du wirklich nicht. Wer hätte gedacht, dass du so stark bist? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, anscheinend doch. Ich werde mit dem Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben haben. Die mein Papa mir gegeben hat. Sorry. Oder gegeben haben macht nicht mal so viel Unsinn, denn er hat mehr als ein Pokémon. Er hat einen Karpador. Ernsthaft? Auf Level 5? Das Ding ist, bei Karpador, es kann... Ja, es kann nur Platscher. Bis es Level 10 erreicht, kann es nur Platscher. Also, es ist komplett nutzlos. Und ja, es ist ein Wasser-Pokémon natürlich, deshalb ist Pflanze sehr effektiv. Selbst für einen Panflam wäre das kostenloses Essen. Staralili. Staralili. Da müssen wir aufpassen. Weil wenn das irgendwann mal Flugattacken erlernt, okay, es ist Level 5, dann wird es nicht können, aber irgendwann kann es Flugattacken und dann müssen wir aufpassen. Aber es ist Play, kann ich jetzt immer schon so sagen. Ist auch gut für Leute, die noch nie Pokémon gespielt haben oder gesehen haben. Werden ihr bestimmt auch einiges lernen. Und das Spiel ist wirklich sehr einsteigerfreundlich. Okay, es ist ein sehr schweres Spiel, aber es ist gleichzeitig auch einsteigerfreundlich. Eigentlich die perfekte Mischung, finde ich persönlich. Aber das sind doch die Pokémon, die mein Papa mir gegeben hat. Ansonsten, wenn ihr ein Spiel haben wollt, was einsteigerfreundlich ist und einfach ist, dann würde ich euch wirklich Let's Go empfehlen. Entschuldige, aber dürfte ich dich bitte um einen Kampf bitten? Bitte mit einem Bitte. Aber nur dann. Klar, lass uns kämpfen. Knospi. Knospi ist wirklich super süß. Ich wollte es nochmal ins Team tun, aber dann habe ich gemerkt, wie kacke es ist, dieses Ding zu entwickeln. Und dann habe ich es gelassen. Aber schaut euch an, wie süß es ist. Sieht fast genauso aus wie auf dem Sprite eigentlich. Nur halt in 3D. Oh je, Mine. Das Lustige an diesem Spiel ist wirklich, dass es hier für Schwert- und Schildspieler neue Pokémon gibt. Weil in Schwert und Schild gab es ja nicht alle Pokémon, da gab es ja nur wirklich eine Handvoll. Und es gab kein Nationaldex. Hier gibt es alle Pokémon von Generation 1 bis 4. Alle. Aber darüber nicht. Also 5 bis 8 gibt es hier keine. Also basically die Hälfte aller Pokémon. Ach, bist du stark? Ja, ich bin schon ziemlich strong. In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App WM-Attacken des Pocket kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Was? Mit der App? Verwüsteter Pfad. Ja, okay, wenn der so verwüstet ist, dann gehen wir da erst nicht rein, ne? Ja, ihr werdet schon sehen. Wenn ich da jetzt reingegangen wäre, dann wären da über Steine und dann können wir da nicht durch. Ist alles verwüstet. Also gehen wir hier lang. Zu Route 203. Das ist voll schön gemacht mit den Schildern. Vorher war dann im Original waren einfach nur Krickelkrackel und dann musstest du dann wirklich mit reden, um zu wissen, welche Route es ist. Aber hier kannst du es direkt mit der. Kannst einfach drauf gucken. Du musst dann nicht mehr mit reden und dann weißt du es einfach. Das ist cool. Wusstest du eigentlich, dass das ganz oben in deiner Teamliste aufgeführte Pokémon als erstes in den Kampf geschickt wird? Was sie damit meint, ist einfach, das Pokémon, was hier an erster Stelle steht, kommt auch immer als erstes in den Kampf. Später, wenn du mehrere Pokémon hast, kannst du die dann auch, ja. So einreihen, wie du möchtest, um es taktisch vorzugehen. Ich bin voller Energie. Meine Pokémon geben mir Kraft. Wenn man zum Beispiel später halt so einen, einen Trainer sieht, der halt hauptsächlich einen bestimmten Typ als Pokémon hat. Und es gibt ja extra so Trainerklassen, die haben einen bestimmten
eine bestimmte Art von Pokémon immer. Zum Beispiel gibt es Bergarbeiter, die haben immer nur so Steine oder Kampf-Pokémon. Dann kannst du da taktisch einfach Wasser- oder Pflanzen-Pokémon oder sowas nehmen als erste Stelle und dann erst kämpfen. Ich achte da eigentlich nie drauf, um ehrlich zu sein. Weil ich dann irgendwie doch zu stark bin und es dann... kann ich das auch noch ignorieren. Aber für die, die es taktisch angehen wollen und sicher gehen wollen, vor allem für Nuzlocke ist das ganz gut, achtet da auch drauf. Ja. Ich kann heute nicht wirklich gut reden. Vielleicht hat man das schon gemerkt. I'm so sorry. Das habe ich halt manchmal. Für die Leute, die neu auf diesem Kanal sind. Ja. Super Schall. Ist nicht so schön. Gelbe Twittervogel. Oh nein. Wenn wir verwirrt sind, haben wir eine 50% Chance anzugreifen oder uns selbst zu verletzen. Aber zum Glück machen wir das nicht. Okay. Habe ich das gerade wirklich erwartet? Zubat. Geh wieder in die Betthöhle, wo du herkamst. Oh, Zubat, Pidiza, oh nein. Tja. Lappen. Meinst du ja das hohe Gras oder gehst du lieber anderen Trainern aus dem Weg? Du hast die Qual der Wahl. Tatsächlich, man kann hier nämlich einfach hier lang gehen. Und dann kann man ihn überspringen. Und hier gibt's ein Item. Ein Pokéball. Ja, das sah ja auch aus wie ein Pokéball, ne? Im Pokéball war ein Pokéball. Cool. Tipps zu Trainer. Pokémon-Attacken verfügen über Angriffspunkte AP, die mit jedem Einsatz im Kampf sinken. Schaut einem Pokémon-Center vorbei, um sie auffüllen zu lassen. Das Spiel zwingt einen so ein bisschen ins Pokémon-Center zu gehen, weil sonst sind die AP irgendwann leer und dann kannst du gar nicht mehr angreifen. Ich zeige dir, wie eng mein Pokémon und ich miteinander verbunden sind. Ja, komm, dann zeig mir mal, mit welchem strammen Band ihr verknüpft seid. Uruze, Purze. Oh, es ist süß, Pokémon. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist trotzdem toll. Es ist Käfer, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist ein Käfer-Pokémon. Was heißt, dass es Probleme machen könnte gegen noch ganz Pokémon? Ah, wie es in der ersten Entwicklung so den Schnurrbart auf dem Kopf trägt. ja. Bye, bye, ciao, bis dann. Jetzt bin ich traurig. Ja, dann heul doch. Wenn du traurig bist, dann heul. Heul! Na, nee, ich bin nicht nachtragend. Aber nächstes Mal werde ich stärker sein. Na, dann ist doch gut. Oh. Ey, das war aber unfair. Ich suchte nach einem Pokémon und fand einen Trainer. Ich finde das so unnötig, dass das mit so einem schwarzen Übergang so wieder rauszoomt. Warum kann sie einfach direkt rauszoomen? Dieser schwarze Übergang muss nicht wirklich sein. Das sind so kleine Dinge, die mich nerven. Aber die ändern natürlich nichts dran, dass das Spiel irgendwie gut oder schlecht ist. Also ich muss tatsächlich sagen, bisher macht es einen sehr interessanten Eindruck. Also es gibt hier und da Dinge, die würde ich ändern, aber das Große und Ganze ist bisher ganz positiv, würde ich sagen, ja. Bisher macht das Spiel Spaß. Bisher denke ich mir, ich habe Bock zu spielen und zu spielen und zu spielen und nicht mehr aufzuhören. Anders als bei anderen Spielen, die für die Switch rauskommen. Ja. Ihr seht schon, ich bin Anti-Schwert- und Schild-Gangster, ja. Baum. Ich meine, man kann es mögen, wenn man es mag. Ich mag es halt nicht, deshalb kann ich es nicht mögen. Ja, ich weiß, sehr logisch. Wow, wie viele Pokémon hat die denn? Ist doch auch noch ein Knospi. Also die geht ja voll ab hier. Aber egal, unser Chellas kriegt das schon alleine. Tackle! Bam! Ich meine, hier hat sie drei Pokémon und nicht nur eins. Was war das denn? Was war das für eine Animation? Habe ich ja noch nie gesehen. Alter. Das, was Game Freak nicht hinbekommt, kriegen die anderen Entwicklerstudios hier viel besser hin. Wow. Ja, die hat drei Pokémon gehabt, aber als einziges Pokémon habt ihr gesehen, ich kann auch mit einem einzigen Chellas alles erreichen, wenn ich will. Huch, das war's schon? Ja. Bevor schlecht. Ich durchforste das hohe Gras, bis ich genau das Pokémon finde, was ich suche. Ja, und genau deshalb stehst du auch hier hin.
schießt jetzt auch hier hin und gehst nicht nach rechts ins hohe Gras. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Aber gut, Leute. Hier kann man einen Abra fangen, aber aufgepasst, am besten sofort einen Ball schmeißen, weil die Dinger können nur Teleport. Und das heißt, dass sie sich aus dem Kampf teleportieren. Also aufgepasst für die Leute, die einen Abra fangen möchten. Ja, und das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. An dieser Stelle. Ich bewege mich keinen Millimeter. Und bis dann.